Eine andere Meditationsmethode, über die ich erklären müsste oder wollte, heißt Samgesi. Wir haben heute die Trataka gemacht, da habt ihr euch auf die Kerze konzentriert. Und man kann sich genauso auf die Sonne konzentrieren. Nur ist es so, dass bei der Sonne, auch bei der Kerze eigentlich, die Kerze hat ja nicht so viel Temperatur wie die Sonne. Und wenn wir die Sonne betrachten, haben wir hier unsere Augenlinse. Die Sonnenstrahlen fallen da rein. Und die Linse macht das, wie eine jede Linse es auch macht, bündelt die Sonnenstrahlen irgendwo auf unserer Netzhaut, auf einem Punkt. Und wenn das dann die Mittagssonne ist, wenn die Sonne noch ziemlich weit oben ist, könnt ihr euch durch diese Praktik die Netzhaut schädigen. Beim Schweißen nennt man das die Augen verblitzen. Also wenn man ohne Schweißschirm und ohne Schutzglas schweißt, das ist ja auch ein sehr, sehr starkes Licht, sehr energievolles Licht, verbrennt das dann eure Netzhaut. Und die Schweißer kennen das. Das fühlt sich dann am Abend so an, als ob man Sand in den Augen hätte und man kann dann schlecht schlafen und so, man braucht dann eine Regenerationszeit. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Kollegin, sage ich mal so, Kollegin, weil sie auch Yoga unterrichtet, die das eben auch praktiziert hat und hat wahrscheinlich zu lange auf die Sonne geguckt und zu Mittagszeiten die Sonne geguckt und bei ihr war das dann auch so, dass sie ein Tag danach oder ein paar Tage danach, also in ihrer Wahrnehmung, so Flecken gesehen hat. Also das heißt, sie hat sich auch irgendwo die Netzhaut beschädigt und man braucht dann schon wirklich ein paar Tage, bis sie das regeneriert. Aber da müsst ihr auch sehr, sehr gut aufpassen, dass ihr euch keine Schaden zufügt, die sich nicht wieder regenerieren. Dass man dann diese Netzhaut, das kann ja sein, wenn hier das verbrennt und sich nicht regeneriert, dann hat man dort irgendwo einen Fleck und der Fleck bleibt. Nicht auf der genau Netzhaut. Diese Menschen. Bitte? Genau solche Kennst Menschen. Auch solche Menschen? Ja, ein paar sogar. Ein paar. Und wie ist das dann gekommen? Durch was? Durch Meditation. Durch Meditation. Ja, Sonne. Ja, durch die Sonne. Also müsst ihr dann wirklich schauen, wenn ihr solche Meditationen machen wollt, dass die Sonne ziemlich weit unten ist. Wenn die Sonne rot ist, also am Sonnenuntergang oder am Sonnenaufgang, wenn die Sonne vom Horizont rauskommt. Wenn die Sonne schon weiter oben ist, würde ich das Ganze nicht machen. Also da kann man wirklich sich sehr viel mehr schaden, als wie man sich Nutzen dann herbeiführt. Also wenn ihr wirklich in eine Flamme gucken wollt, benutzt eine Kerze oder macht euch ein Lagerfeuer. Das ist auch die Energie der Sonne, bloß in einem kleineren Rahmen, der euch nicht so schaden kann. Natürlich, die Sonne zu gucken, das ist ja nicht umsonst, dass wir bei den Sonnenfinsternissen spezielle Brillen brauchen, dass die Schweißer auch ihre speziellen Schweißerbrillen haben und Schutz haben, und damit einfach die Netzhaut nicht kaputt geht. Ich will euch aber eine andere Meditationsmethode vorschlagen oder erzählen, die kommt eher aus der slawischen Kultur, speziell noch aus der vorchristlichen slawischen Kultur, die läuft so ähnlich ab und sie heißt auf Russisch Svetovitova Malenie, also das Gebet zu Gott Svetovit. Das schreibe ich hier auch auf. Ja. Svetovit ist ja auch aus der europäischen oder aus der westrussischen Kultur eine bekannte Gottheit, die einen Tempel, der Gott hatte auf Rügen einen Tempel oder zu seiner Ehren wurde dieser Tempel erbaut auf Arkona. Und man hat in der deutschen Schreibung auch manchmal das Wort Svetovit, sieht man oft. Ja, natürlich hier ohne T. Oder Svetovit. Das Wort Svet, was bedeutet das? Bedeutet Licht. Das bedeutet Vit oder Vita. Also ich habe im Russischen auch einmal die Bezeichnung gehört mit D. Das bedeutet einmal Sehen.
Und mit Ti, das ist wie Vita, Vital, Vitalität, Vites. Also das ist das siegende Licht. Also sehen oder siegen. Und Gott Svintavit, obwohl er auch ein Fruchtbarkeitsgott war und mit vier Köpfen abgebildet wurde, speziell nicht nur für die Fruchtbarkeit und gute Ernten zuständig, sondern auch das siegende Licht, also das Licht, das das Schlechte, das Dunkle zerstört und die Dunkelheit zerstört. Leider haben die Christen mit ihren Armeen die jüdische und heidnische Kultur in Europa ausgerottet im 10. und 11. Jahrhundert durch Kriege und durch Überfälle. Wurde auch auf Arkona dieser Tempel zerstört und die Stadt eingenommen. Und seitdem hört man weniger was davon. Arkona auf Rügen. Das war ja hier Mecklenburg-Vorpommern bis, denke ich, nach Sachsen runter waren das alles Stämme, die mit den Slawen sehr nahe verwandt waren. Beziehungsweise hat man früher Westslawen oder Westrussen zu denen gesagt. Und Vorpommern ist auch ein russisches Wort, das bedeutet Vorpommern, also Pomerani, die am Meer leben, auf Russisch. Pomerani, Pomor, die am Meer leben, also speziell an der Ostsee. Und das Svintavitovo Molenje, also das Gebet zum Svintavit, geht so: Ich setze mich hin und stelle mir vor, dass dieses Licht, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, ich konzentriere mich auf das Licht, wie das Licht in mich dringt. Ich muss jetzt nicht in die Sonne reinstarren. Ich muss mir die Sonne über mir vorstellen und ich muss, oder das Licht des Universums oder das Ursprungslicht der Galaxie, dem Galaxiezentrum vorstellen, weil Svintavit mit seinen vier Köpfen symbolisiert auch das Gleiche, wie Brahma symbolisiert wird. Brahma hatte ja auch vier Köpfe, das sehen alle vier Richtungen schon. Beziehungsweise bin ich der Meinung, das könnten auch die vier Ärmel unserer Galaxie sein, oder die vier Arme unserer Galaxie sein. Deshalb die vier Köpfe zu allen vier Himmelsrichtungen. Und Svintavit ist eben auch dieses Licht, was vom Zentrum der Galaktik ausgesendet wird, und das lebensspendende Licht. Also wir haben ja gestern über H&H-Prinzipien gesprochen. Es gibt die Materie, die ist von sich aus dunkel und inert. Inert heißt, sie bewegt sich nicht. Und das Licht, das ist also diese Yang-Energie, dieser Signalgeber für die Materie. Wenn das Licht die Materie beseelt, dann beginnt die Materie zu leben. Das ist das Männliche und das Weibliche und der schöpferische Akt. Okay? Und Svintavit speziell war für mich oder ist für mich die Versinnbildlichung dieses Ursprungslichts, also dieses kosmischen Lichts, und speziell die Sonne ist ja auch ein Teil dieses Lichts dazu. Also die Sonne schafft für uns Leben und Licht, also auf unserer Erde. Die Praxis verläuft folgendermaßen, dass ich mich reinsetze, auf Deutsch würde das so heißen, beim Einatmen sage ich, ich bin, beim Ausatmen das Licht. Und ich atme immer so weit, ich bin das Licht. Und auf Russisch, ja jest свет, ja jest свет. Also aber natürlich langsamer. Ich stelle mir das dann so vor, dass dann Licht durch den Kopf, also durch das Sahasrara-Chakra in den Körper dringt, oder ich lasse das Licht in mich hinein, also mit meiner Vorstellung. Wenn es euch hilft, könnt ihr euch die Sonne über euch setzen. Also meditativ vorstellen, dass die Sonne reinleuchtet wie in einen tiefen Brunnen. Und weil der Körper so viele Ecken und Wänden und versteckte halt Winkel hat, stelle ich mir so vor, dass das Licht in den Körper reindringt und beginnt vom Inneren alles auszuleuchten. Wie eine Taschenlampe ins Zimmer, wo sehr viele Möbel vollgestellt ist, kommt eine Taschenlampe irgendwo hinein und die Taschenlampe wird mit der Zeit größer und stärker und am Anfang leuchtet ja die Taschenlampe über die Gegenstände. Ihr wisst schon, was, es gibt dann Schatten und es gibt immer noch dunkle Stellen. Und je stärker und größer die Taschenlampe wird, desto mehr Gegenstände, Möbel, Ecken und alles Mögliche wird im Zimmer ausgeleuchtet. So ähnlich das Prinzip, dass das Licht den Körper von innen ausleuchtet und einfach beliebt. Und das ist eine Meditation, die ist sehr, sehr gut durchzuführen. Ihr könnt mit der Sonne auch gleichzeitig arbeiten, wenn ihr Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang anschaut. Aber für die Meditation braucht ihr nicht unbedingt die Sonne. Ihr könnt die Sonne euch vorstellen, meditativ festhalten. Und dann ist es das Gleiche, dass ihr einfach dieses Licht in euch speichert. Aber wirklich auch, wie wir am Anfang gesprochen haben, wirklich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wenn ihr in die Sonne zusätzlich schauen wollt. Ihr könnt ja auch in die Sonne schauen und mit den Augen die Sonne auch rein,
immer so reinnehmen und einziehen in euer Inneres. Das hilft auch sehr, sehr gut. Und dann auch sagen, ich bin, und beim Ausatmen das Licht. Okay? Oder auch ein Lagerfeuer. Weil jedes Feuer, wenn es auch rein ist, reines Feuer, sage ich dazu, wenn es reiner Bienenwachs ist, wenn es gute Hölzer sind, das ist reines Feuer. Ein unreines Feuer oder dreckiges Feuer ist, wenn man Erdöl verbrennt, Kunststoff, Plastik oder sonstige unreinheiten Sachen verbrennt. Das ist unreines Feuer. Das hat auch eine sehr schlechte Energie. Wenn ihr mit gutem Feuer arbeitet, könnt ihr das genauso nutzen wie eine Sonne. Wenn ihr eine Kerze nimmt und taucht, ich bin, und beim Ausatmen das Licht, die Kerzenflamme und das Kerzenlicht, diese Energie in euch aufnimmt und in euch speichert oder eben ein Lagerfeuer. Okay? Alles andere könnt ihr selber nachgoogeln, gucken oder vielleicht irgendwo lesen, was es mit diesen Gottheiten und mit diesen Kulturen und Zeit zu tun hat. Weil es ist sehr, sehr schade, dass das untergegangen ist und die Slawen auf Rügen werden so beschrieben als irgendwie wilde Bestien, die Menschenopfer gebracht haben, und so, obwohl das eine hochsensible, hochentwickelte und hochorganisierte Kultur war zu der damaligen Zeit. Leider dem Christentum ein Dorn im Auge, weil die wollten und haben ihre eigenen Ziele verfolgt und haben diese ganzen Kulturen einfach ausgelöscht mit Feuer und Schwert.